Es gibt Schmerzen, die kann man einfach kaum aushalten. Wer schon mal eine Nierenkolik hatte, der weiß das. Ein innovatives Gerät will Nierensteinen schonend und wirksam den Garaus machen. Diese Schönheit trügt. Was hier glitzert und glänzt, sind Nierensteine. Sie sind oft überraschend groß, wenn auch nicht immer gefährlich. Je größer die Steine sind, desto weniger bewegen sie sich und desto weniger blockieren sie den Abfluss aus der Niere. Da fließt es einfach drum herum, der Urin. Die kleinen Steine können in der Niere, ich sag's mal so, herumkullern. Und wenn sie vor den Ausgang aus der Niere fallen und den Abfluss behindern, dann treten die Koliken auf. Und verursachen höllische Schmerzen. So wie bei Heinz Becker. Ein kleiner Stein verstopft die Harnröhre des 85-Jährigen. Der Stein muss raus. Doch wie? Die Ärzte wollen ihn im Körper des Patienten zerschießen. Dabei hilft die sogenannte Stoßwellentherapie hier in einem Modellversuch. Damit bricht der Stein dank enormer Druckwellen. Lediglich Bröckchen bleiben übrig und werden mit dem Harn ausgeschieden. Diese Technologie ist mittlerweile fast 30 Jahre alt und nutzt die Eigenschaften des Schalls. Im Therapiekopf sitzt eine Zündkerze. Deren Funken erzeugen Druckwellen. Diese Wellen werden reflektiert und dadurch gebündelt. Nun übertragen sie sich auf den Körper des Patienten, bis sie in ihrem Zielpunkt den Nierenstein treffen und zerstören. Der Biologe und Physiker Dr. Werner Schwarze hat sich seit Jahren auf die Therapie von Nierensteinen spezialisiert. Sein Ziel? Die Steine noch wirksamer zu zertrümmern als mit den herkömmlichen Geräten. Deshalb gründete er vor 3 Jahren eine eigene Firma in Jena, AST. Ihre erste Entwicklung ist ein neuartiger Therapiekopf. Bisherige Geräte fokussieren die Energie auf einen Punkt. Wir sind von diesem Konzept abgegangen und haben eine Brennlinie, wo wir die Energie im Raum verschmieren, weil neue physikalische Untersuchungen gezeigt haben, dass Steine in der Größenordnung von 8 bis 10 Millimeter, wie sie üblich sind, besser zerstört werden können. Davon spürt Patient Heinz Becker nur wenig. Sein Arzt richtet den Therapiekopf auf die Nierengegend aus und los geht's. Ohrenschützer und leichte Schmerzmittel helfen dem Senior, die 30 Minuten Dauerbeschuss zu überstehen. Der Urologe kann genau überwachen, wohin er schießt. Dazu liefern sowohl das Röntgengerät über dem Patienten als auch die Therapiekanone genaue Daten, die ein Bild des Ziels errechnen lassen. Der Stein ist rot markiert, der Schussbereich grün. Wie mit Kimme und Korn kann der Arzt so das Gerät millimetergenau einstellen. Ein patentiertes System der Entwickler aus Jena. Rund 3000 Stöße muss der Patient ertragen, dann ist Schluss. Die Leverkusener Ärzte testen das neue Gerät seit 7 Monaten und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Wir haben den Eindruck, dass die Patienten doch etwas weniger Schmerzen haben als mit anderen Geräten. Das untersuchen wir im Moment noch, aber der klinische Eindruck eher weniger Schmerzen. Heinz Becker jedenfalls nimmt die Stoßwellen gelassen. Ja gut, ich habe ja nichts gemerkt. Bisschen hämmern, aber sonst. Ein weiterer Clou, das Gerät lässt sich ganz leicht zusammenklappen und wegfahren. Damit ist es für Kliniken und Praxen mit Platzmangel bestens geeignet. Gute Voraussetzungen für die Entwickler, um gegen etablierte Hersteller anzutreten. Know-how aus Jena bringt die Steine nun ins Rollen.